Das Level war schon fertig, wir haben Krieg in Lockings zurück. Ja, Quickie, du musst mal dein BIOS updaten. Mein BIOS? Dein BIOS. Du weißt doch, im Forum wird immer dazu geraten, dass du erstmal dein BIOS updatest, egal worum es geht. Genau, und press T und so und Alt F4 für neue Stuff. Genau, Steuerung halt entfernen vor Skills oder. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, weil die anders fliegen, die Granaten, die fliegen langsamer. Ich würde mich im Zeitraum März nochmal Gedanken machen, um den Status dieser Supporter-Mitgliedschaft bzw. welche genauen Inhalte das beinhalten sollte. Mhm. Ja, du hast ja im Grunde Möglichkeiten, das relativ mitzugestalten und dir eventuell maßzuschneidern. Und ich habe halt die Aufgabe gekriegt, mich darum zu kümmern, das irgendwie aufzubauen. Und, ja. Ich würde das gerne in den nächsten zwei Teams irgendwie erledigen. Okay. Und, ja, alt gedient, ne? Was wollen die Altgedienten quasi, was wollen sie nicht, ohne dass es jetzt so ein reines Rosinen-Rauspicken ist. Ein bisschen Zuverlässigkeit muss halt sein, dass wir da irgendwie mal ein paar Punkte sammeln und dass du da halt dich einfach daran beteiligst, das halt irgendwie zu designen, sag ich mal. Okay. Also zum Beispiel Forenzugang, ne? Stimmrechte normal, dafür aber, was weiß ich, reduzierten Mitgliedsbeitrag, keine Verpflichtung an den Trainingsteilnehmer und so. Ja. Das ist da so eine Sache. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Mal gucken. Oder wenn Teilnahme an Ops zum Beispiel, dass dann auch die einem aktuellen Standards genügt werden muss, weil das sowas gegenüber den anderen unfair ist. Ich bin mal gespannt jetzt, wenn die einschlagen. Abpraller. Nicht schlecht, Abpraller. Ne, 11.610 auf der Bismarck mit einem Treffer. Also macht sich ja doch. Ja, aber mach ein paar mehr Schüsse. Ohne Zitadelle. Wieso zieht er hinter der Insel jetzt hier eine Nebelwand? Ach so, weil da der DD ist. Guck mal hier, der ist ein feindlicher DD. Pass auf, jetzt. Hast du so nah oder so? Ja, ich hab so nah an. Da ist er. Ich hab ihn anvisiert mit der Sekundären. Servus, Benzi. Jetzt hier rumziehen, das geht nicht anders. Passt ihn. Gut. Ich cap weiter, ich bin im Nebel. Hi. Wow. Vier Stufen fahrt ihr? Ich fahr gerade 9 auf Friedrich den Großen und 8. Du sollst dich einnehmen, ne? Du musst aber langsam fahren, du bist zu schnell da hinter dir stehen. Ich bremse komplett ab. Zwei, eins, die Nebelwand. Oh Scheiße, der sieht mich. Jetzt bin ich im Bereich des Secondary. Einfach nebeln und fahr sonst an die Insel ran. Ja, ja. Also, ne, dagegen fahren. Wenn dein Nebel reicht. Oh, jetzt hat die Bismarck ihre Nahen gemacht. Ich bin weiterhin sichtbar. Ach, das Ding ist ja direkt hinter der Insel, ja. Ja. Dann bringt natürlich der Nebel jetzt nichts. Diese Schweine, das ist das Moment. Ja, habe ich mal irgendwie beiseite zu fahren. Der kommt jetzt hinter den Scheiße. Ich gehe mit drauf auf die Bismarck. Er dreht weiter. Sekundäre ist drauf, die schießt auf ihn. Hier ist hinter der Insel noch. Da draußen. So
Also ich gehe auf die Scharnhorst. Ja, ich versuche ihn abzudecken. Ja, das danke. Sieht er denn auf Schaden aus? Also, er hat ganz schön guten Punch jetzt mit den Kanonen, muss ich mal sagen. Der auch hier ist er. Der ist keiner. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Ich habe so viele Torpedos gefressen am Anfang. Oh, die hast du noch mal so nah? Ja, warte, ich zünde es gleich. Der wird dir gleich jetzt drin sein. So nah läuft nicht. Ich starte auch einen Jäger. Okay. Versuche ihn zu entdecken, aber und weiter nie. Wo ist er? Er ist bestimmt hinter der Insel jetzt verschwunden. Und ich gehe auf die Izuma. Wer soll hier dem Hitman helfen? Schon drauf. Der haut aber gerade ab. Serving nicht, der ist auch scheiße Winkel, so schnell. Aber ich hab den DD gesehen, der ist extrem der Titel. Bei dir alles klar, wenn sie. Oh. Ja, guck mal, ich spiele aber. Wenn er 8 und 9 fährt, kommen wir gleich mal rein. Das ist noch ein 9er, der gelevelt werden will. Na, ich war jetzt Level in Friedrichen. Ich habe jetzt erstmal die großen Geschütze raufgetan bei ihm. Der ist die kleinere, Neptun. Die ist auch gut. Ach, das ist Neptun. Also ich fand die Neptun bald besser als die Minotaur. Bin gleich tot. Was sind wir jetzt? Wir müssen cappen, ey. Ich muss jetzt, ich komme rum und dann drücke ich ein B rein. Der Gegner hat schon sehr viele Schiffe verloren. Naja. Ich versuche jetzt die alte Targo hier rauszunehmen. Absolut enttäuscht. Heddingberg, bitte. Ja. Die war geil und die Achter, die Heddingberg, war im Prinzip Ricci mit mehr HP und ist fast ständig ein 9er Gefecht gekommen oder 10er. Ja. Thank you.
Was meinst du bekannt? Zünde nochmal Hydro. Anos habe ich rausgenommen. Check, ich habe die Hipper rausgenommen und versuche jetzt hier Targo. Super, Targo ist raus. Jetzt gehe ich auf die Gneise noch. Pass auf, der DD ist noch bei dir da oben. Ja, ja, ich habe Hydro an und die Jäger ist in der Luft. Drauf auf den DD. Geht raus, DD. Na, endlich. Für den Hauptgeschützen hast du ihn erledigt? Ja. Was für eine Verschwendung. Ja, ich schieße auch immer auf DDs. Mit Hauptgeschützen. Mit 220 mm. 420. Ja, jetzt schon mit 420. Wenn vor mir ein Dingels ist. Oh. Muss ich. Ich kann nicht drauf zufahren, weil der schmeißt eine Torte entgegen. Ich muss jetzt erstmal wegbrennen. Und wenn es das letzte ist. Lass mich Ruhe. Nicht, dass der dich jetzt dann abschießt. Der zielt nämlich jetzt auf dich. Muss dich beeilen. Ach, Olli. Entschuldigung, eine Granate hat getroffen. Okay. Oh, ich habe 1,26 Millionen Credits gekriegt. Credits? 1,6 Millionen Credits? 1,2 Millionen, ja, ich habe einen Auftrag abgeschlossen. Ich habe auch gerade einen Auftrag, ich habe noch keine Belohnung. Oh, Quickie. Mann.